Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stadtenbach MLS 19. Ja, am Montagmorgen einen wunderschönen. Ja, wir sind tatsächlich heute hier wieder zusammengekehrt zu einer zweiten Folge auf der Stadtenbach, denn wenn die Gemeinderatefolge ausfallen sollte für die Woche, dann habt ihr immer mal ein bisschen mehr Stadtenbach zu gucken, und ich habe heute wirklich Bock auf eine zweite Aufnahme. Ich glaube, das habt ihr in der vorigen Folge auch schon mitgekriegt. Ich mache mal wieder ein bisschen hier Radio an, ein bisschen Popradio, wieder die alten Zeiten genießen. Und ja, wir machen einfach mal wieder weiter. Der Kartoffelernter steckt, so wie es aussieht, schon mal wieder fest. Gucke ich gleich hoch. Wir sind mit Strohteilen immer schon mal wieder voll. Da fahre ich jetzt gleich runter zum Silo. Hau das da drinne. Ich hoffe mal, dass da alles reingeht. Oh, noch umfahren. Oh Gott. Ja, ich hab's nicht ganz umfahren können, aber auf jeden Fall so, dass nicht ganz so stoll wackelt, ne? Also das war schon mal ein bisschen besser, als wenn mit 50 da voll in die Dölle rein zu heizen. So, komm ich, ja, komm ich rum, das passt, das geht. Das sieht gut aus. Dieser alte Fahrrad, das steht ja schon seit Ewigkeiten da, ne? So, wieder mal kurzes Update zum Handy. Immer noch schwarzer Bildschirm, es hat sich nichts getan. Ja, wie gesagt, ich glaube, das wird dort nichts mehr mit dem Handy. Aber ich gucke mal wieder ein bisschen hinter, wer weiß, vielleicht plötzlich macht es Puff und dann geht's wieder. Oder es macht Puff und dann explodiert es. Nein, ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Ja, da hängt schon wieder mal eine Bäume hin. Kollege, gib mir doch einfach mal die Nachricht, dass du da hängst. Ich kann den aber auch nicht angrapschen oder so, ne? Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber es geht einfach nicht. Gut. Dann muss ich es mal wieder über auf die alten modische Methode machen. Ich hoffe, da oben hat jetzt nicht mehr so viele Probleme dann, wenn er weiter nach vorne kommt. Oder soll ich ihm einfach noch mehr Vorgewinde geben? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich ihm einfach noch mal mehr Vorgewinde gebe. Wartet kurz. Ich fahre da mal kurz vor. Und ich mache den kurz jetzt einfach mal hier weg. Weil jetzt hat er, glaube ich, 7 Vorgewinde, und dann machen wir mal 15. Oder? Ach komm, ich hau direkt dran und mach 20. Weil dann müsste es auf jeden Fall passen. So, und das müsste eigentlich relativ dann genau mit dem alten übereinstimmen, wenn ich hier vorne hinfahre. So, Kurs, Generierung, ja. Warte, wollen wir mal kurz nochmal den alten Kurs löschen. Ist es da, Kartoffelernten 508 kommt weg. Ja, passt. Kursgenerierung, jo, Feld 100. Also warte mal, so. So, dann passt. So, Feld 108. 108 passt Vorgewinde. Ich hau jetzt richtig, warte mal, was ist eigentlich das Maximum? 50, nee, 50 machen wir nicht. Aber wir machen 20. Haben wir ja gesagt, das sieht gut aus. Ich muss sagen, es sind ja. Das passt, das passt. Bisschen 3 Meter, so passt. Zack. Dann warten wir kurz, weil ich muss wieder ein bisschen laden hier. Alter, guck dir mal das an. Alter, wenn wir. Lol, wenn wir so viel Vorgewinde machen, dann ist nur noch das bisschen hier vorne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal kurz hier so an, damit ich den hier wieder irgendwo ansetzen kann. Zum Weiterfahren. Ich würde sagen, ich setze ihn in diese Bahn hier an. Wenn er halt, dann fährt er halt eine oder so noch leer, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, die sieht ganz gut aus, wo ich jetzt gerade drauf bin. Deshalb wünsche ich dir mal viel Spaß. Ja, er fährt halt jetzt ein bisschen im Leeren die Zeit lang, aber ja, geht halt leider nicht anders, oder? Aber gut, wir sind nicht so schlimm. Und dann machen wir jetzt hier nochmal Kartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln, dann schreiben wir es zusammen. Ich glaube nicht. Ernten unterstrich 1108. Ich glaube, ich schreibe nur so wenig. Sorry, aber. Ja. Wenn ich jetzt das Stroh drunter habe, werde ich mich auch darum kümmern, die CP-Kurse mal zu ordnen.
dass ich das auch mal irgendwann gemacht habe, oder? Ne, das mache ich nicht in der Aufnahme. Oder so? Ne, das mache ich nicht in der Aufnahme. Das mache ich dann offline, wenn ich jetzt dann noch ein bisschen Zeit habe, weil ich habe tatsächlich noch Zeit. Also, es ist jetzt gerade 11:30 und dann irgendwann, ich weiß nicht genau, gibt es um 12 oder 1 irgendwie. Ja, das müssen wir jetzt ganz schnell machen, weil da steht der. Genau. Der liebe Phoenix im Weg. So, Kollege, komm noch ein bisschen mit nach hinten hier. Ja, so, oh, da. Nicht so dolle. So. Ah, Hilfe. Oh nein. So. Und dann ziehen wir noch ein bisschen zurück hier. So, passt. So steht er nicht im Weg. Er kann den abfahren, wenn er muss. Ja, passt. So. Der Steuer läuft noch. Leute, ein Wunder ist geschehen, Alter. Der Steuer läuft noch. Das ist schon mal nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann können wir dranhängen, ihn nicht zu eng nehmen und auch nicht zu groß. Oh. Den machen wir wieder knapp, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So. Dann fahren wir dann gleich mal wieder hoch. Ich würde also sagen, wir lassen einfach mal eine Zeit lang mal ein bisschen Popradio an. Weil immer den gleichen Radio senden wird auch langweilig. Also was ich schon mal sagen kann, was ich nicht anhören werde, ist Rock. Der 70er, muss ich mal reinhören, kenne mich nicht so ganz aus, aber wahrscheinlich eher auch nicht. Also Pop und Elektro bin ich dabei, aber ansonsten. Und Country geht tatsächlich auch noch. Also die drei Sender. Es gibt glaube ich insgesamt 5. Auf einmal Pop, Elektro, Country, Rock und 70er. Also 5 Stück. Und von den 5, 3 mag ich und 2 nicht. Und ja. Man muss ja nicht jede Radio- oder Musikrichtungsgeschmack. Musikgeschmacksrichtung. So, das ist richtig. Mögen. Und ja. Unser Geld ist immer noch gleich. Aber immer noch. Das Geld packt immer noch zwischen 60 und 59 Euro. Aber gut, ne, also kann man auch nichts machen. Aber ich weiß überhaupt nicht, bei welcher Bahn ich vorhin eigentlich aufgehört habe. Ich setze immer irgendwie eine neue an. Aber ich glaube, das war dazu. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das Vorgewende weg. Hier ist ein dicker Haufen. Ja, dann lass ein bisschen was bleibt liegen. Ich könnte es eigentlich. Ah ne, das ist jetzt auch schon wurscht. Ich hätte es tatsächlich schwaden können. Aber. Ja. Muss ich ganz kurz nachgucken, weil ich habe tatsächlich. Die haben ganz kleiner Teaser, ja, ganz ein kleiner Teaser. Die haben auf der Gemeinderadio auch mit drauf genommen. Und zwar sind es die Lizard Cutter. Und momentan haben wir das mit 7,7 Meter. Und da seid ihr eben zum Beispiel halt eben 9 Meter. Schon ein bisschen breiter. Und man kann es halt eben auch zum Beispiel Glas, Farbe. Und man da Glasfarbe. Designfarbe machen wir. Ah ne, warte mal, das ist das falsche. Das muss weiß. Gibt es da Glasweiß? Oh, es gibt Glasweiß, das ist. Und die Felgenfarbe geben wir natürlich auch Glas. So, das wäre dann das Schneidwerk. Die Haarspiele sind schwarze, kann man nicht ändern leider, aber das wäre zum Beispiel da ein bisschen. Ist auch mit. Also der Schneidwerkswagen ist am Schneidwerk dran, das ist ein komplettes Teil. Dann gibt es natürlich auch noch mit 13,7 Meter, was meines Erachtens zu toll ist. Also. Für 13,7 Meter, da braucht man dann schon, wenn, einen größeren Drescher, wie zum Beispiel den Lexion hier oder ein Ideal. Bei ne, ich glaube, da wäre ich tatsächlich eher für den Lexion. Ja, da wäre ich tatsächlich eher für den Lexion. Da gefällt mir ein bisschen besser. Und ja, aber das wäre tatsächlich noch eine Variante, wenn wir, mehr größere Felder haben und irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Momentan reicht diese Schneidwerksgröße auf jeden Fall aus. Also wir haben nicht diese großen Mengen an Feldern, die wo gedroschen werden müssen, damit wir hier jetzt ein riesiges Schneidwerk brauchen. Das brauchen wir nicht. Ah, hätte ich auch noch eine Vorgewende machen, ja siehste. Ich dachte, ich habe schon alle, aber nicht. Die habe ich tatsächlich übersehen. Okay, gut. Und wir sind auch schon wieder voll. Ja, geht hier Stroh runter, sage ich mir. Junge. Also ich glaube, wir sind auch noch die ganze Folge dran.
Glaubst du gar nicht, also so Stroh. Also ich glaube, das ging nicht alles in unser Silo rein. Weil das ist jetzt hier der dritte oder der vierte Ladewagen voll. Und wir haben jetzt hier das eine kleine Feld 86 und Feld 85 die bei das Vorgewende noch nicht mehr ganz runter und wir sind schon drei oder viermal voll, also und das jeweils mit 45.000 Liter. Da sind wir, knacken wir bald die 200.000 Liter Grenze schon. Und es geht eben nur, gehen eben nur 500.000 Liter rein. Oh, sorry, ich hab gerade O gedrückt anstatt I. Habe ich irgendwas kaputt gemacht da hinten dann? Ups. Ja, jetzt schon. Fast. Ja, hier haben wir auch immer noch Vollballen drin, aber die werde ich tatsächlich lassen. Falls wir dann nochmal vielleicht zum Beispiel Kühe machen oder sowas, dann können wir die eben dafür verwenden. Ich brauche überhaupt nicht gucken, ich kann einfach rausfahren, weil es kommt kein Auto, es wird auch kein Auto kommen. Wie sieht es da oben aus? Ja, der fährt, das passt. Ja, der fährt 10 km/h, das passt. Oh. Oh, knapp aber ging. Kurz mal nach links oben geguckt und fast die Einfahrt verpasst. Man kennt mich, ne? Man kennt mich. Ja, Freiwillige Feuerwehr hier auch am Start, die aber keine Fahrzeuge haben, ne? Ja, okay, wir sind glaube ich keine so große, sind keine so große Ortschaft hier Stappenbach. Und bei mir tatsächlich in der Ortschaft ist es auch. Ja, wir haben eine Freiwillige Feuerwehr haben wir auch. Aber es gibt halt einfach nur den Spritzwagen, sagt man das so? Oder Löschwagen, der halt, oder Lösch, ja, so eine Pumpe halt eben so, in der Art, die halt eben hinter den Traktor hingehangen wird und dann wird mit dem Traktor und dem Fass Wasser und nochmal den Traktor zur Einsatzstelle gefahren und da wird halt eben dann so gelöscht. Also wir haben jetzt keinen LKW oder sowas. Braucht man aber auch, auf dem Dorf glaube ich, braucht man ja auch wirklich nicht, weil da brennt es jetzt nicht so oft als wie in der Stadt. Weil nicht heißen soll, dass es in der Stadt immer brennt, aber es gibt da halt einfach öfters Leute oder mehr Brandstifter als auf dem Dorf, meines Erachtens. Aber wenn man da hört nur öfter, dass mal irgendwas brennt, dass die Feuerwehr in Einsatz muss, da gibt es ja dann auch einfach nicht nur eine Freiwillige, sondern einfach eine berufliche Feuerwehr, die da festbestiert ist und die wurde halt eben rund um die Uhr abrufbar ist, im Einsatz ist. Und ja, warte, wenn wir ein bisschen näher mit meinem Mikrofon rangehen, wenn man mich ein bisschen besser versteht. So, ich bin gerade ein bisschen weiter nach rechts gehangen, ungefähr hier. Und ich glaube, da versteht man mich nicht so ganz gut. So, oh Gott. Oh nein, ich habe was liegen gelassen. Das haben wir jetzt gerade einfach nicht gesehen, okay? Machen wir so. Dann machen wir so. Das war schon gemein, mich hat tatsächlich heute Nacht oder gestern Nacht. Vergangene Nacht, sagen wir so. So heißt es, glaube ich, richtig. Am Bauch, da in der Nähe vom Nabel. So, ja, 5 cm daneben eine Schnacke gestochen. Und es ist genau auf der Gürtellinie, also genau wo der Gürtel immer reibt. Und es ist nicht ganz so angenehm. Ich glaube, da muss ich mir mal ein Papa oder, nehmen wir mal, Pflaster. So, für euch hochdeutsche Pflaster draufkleben. Und, dass das nicht so scheuert. Weil das ist glaube ich nicht ganz so optimal, wenn sich das dann entzündet, nicht ganz so angenehm dann. So, wir sind schon wieder voll, aber okay, ich glaube das geht rein, weil es liegt jetzt tatsächlich nicht mehr, okay, das heißt allzu viel. Es liegen noch ein paar Bahnen jetzt da, die wo normalerweise reingehen müssten, beziehungsweise dürften, hoffe ich mal. So, also ich muss immer richtig gut ausholen, damit ich in die Einfahrt hier reinkomme. So, einmal die Runde gedreht. Darf jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen rollen. Oh. Ja, ich habe mir tatsächlich schon gedacht, ich bin ein bisschen zu weit nach. Hoppala. Eieiei. So, warte mal. Hier rückwärts fahren. Gucken wir nicht an der anderen Wand streifen. Vorwärtsgang wieder rein. So, vorne gucken.
Und jetzt müssen wir die Kurve schauen. Ja, schauen wir die Kurve. Aber ja, hier mir ist vorhin schon aufgefallen, dass ich ein bisschen weit nach links gefahren bin, an die andere Bandseite dann. Und wir haben natürlich hinten den Lenkachsen, den wir mal wieder nicht bedacht. Ja. Dann sind wir mal ein bisschen hängen geblieben. So, Ladewagen ist leer. Also wie viel fahren hier der Weg schon ist. Also krass. Wie ist eigentlich unser Gefühl? Denken wir noch? Ich habe halt nirgends die Anzeige, ich glaube wir haben noch geblinkt. Ich habe auf jeden Fall das Verspüren gehabt, dass ich das Blinkgeräusch noch gehört habe. So. Diese Schwung mitnehmen, damit wir hier hochkommen. Ja gut. Kommen wir auf jeden Fall leichter hoch, als wie wenn wir bei unserer Einfahrt raus müssen und dann erst hoch. Weil da kann man wunderschön den Schwung von der Straße mitnehmen und dann da hoch donnern. So, Pickup runter und rein in die nächste Schwade. So, hab dran gedacht. Wie sieht's mit dem... Okay, der Varitro, also der Kartoffelernter nimmt immer ein bisschen was auf, weil jetzt hat er schon 83% drinnen. Der Phoenix muss immer noch warten. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viel wir dann schlussendlich kriegen. Okay, was heißt schlussendlich? Also laut Ding 326.000. Aber mir ist gerade eingefallen, die Kartoffeln wollen wir uns ja aufheben für die Schweindels. Damit die auch noch ein bisschen was zu fressen haben. Wir haben auch noch Sojabohnen da. Von Feld 80, die wo wir geerntet haben. Und das heißt, die werden dann glaube ich schon ganz gut versorgt. Stroh können wir ihnen dann auch reingeben. Da haben sie auch wieder ein weiches Bettchen. Dass ihnen niemand sagt, wie die Schweine müssen hier auf dem kalten Betonboden schlafen. Das ist natürlich nicht so. Wir sind hier schon hart dabei, hier die Sachen für unsere Tiere zu besorgen. Und ich glaube, für Kartoffeln ist wirklich die beste Idee, einfach so eine Mission anzunehmen, wenn man da immer was bekommt. Man kriegt noch Geld und dafür auch noch ein bisschen was von den Kartoffeln oder was halt eben dann übrig bleibt. Und es ist glaube ich schlauer, als wie mir jetzt selber ein Kartoffelfeld anzusehen und mir dann sauteures Zeug zum Abernten mieten und dafür dann auch ewig dran lang dran sitzen und jede Stunde dafür Miete zahlen. Ist glaube ich das schon wirklich die bessere Variante. Überhaupt, wir haben ja nur so ein kleines, ja was heißt nur so kleines, sind schon, ja okay, es sind 40 glaube ich Schweine. Also jetzt sage ich nicht allzu viele sind, aber den Stall gehen einfach nicht mehr rein. Aber wir brauchen ja auch nicht so viel mehr. Also ich werde immer gucken, dass der Bestand zwar auch 40 Stück bleibt. Und oh lol, der Varitron ist voll. Ihr müsst euch der Tatra gleich losfahren. Oder hat ihn nicht mehr drin, weil ich ihn kurz entlassen habe. Das kannst du haben, ne? Ja, das glaube ich wirklich ist so. Ja. Genau. Den musst du abfahren, Kollege. Busch. Wo ist hier? Da vorne steht er doch. Hallo? Oh. Hier. Egal. Ja, fein. Ja, er ist alles brav, genau so muss ich es machen. Ja, ich glaube, der ist tatsächlich schon wieder ein bisschen dabei, an den Vorgewende dran zu sein. Das ist natürlich nicht. Oh, dann mache ich es aus. Schade. Aber wir waren diesmal wieder ein bisschen länger weg. Das heißt, ja, mein Motor ist wieder rausgegangen. Schade, aber gut, kann man auch nicht machen. Kann man auch nichts machen, so. Gott, schon wieder sitzt ein bisschen auf dem Weg. Ah. Hupen hat was gebracht. Ich weiß nicht, was mit Schwede passiert ist, aber wir können immer noch nicht füttern, aber ich kann die Hundehütte auch nicht verkaufen. Also irgendwie hat sie dann aufgehangen, aber sie rumpackt das auch wieder ein bisschen rum. Wahrscheinlich, weil an irgendeinem anderen Hof, Starthof, auch schon eine Hundehütte steht. Und standardgemäß. Und eigentlich ist ja vom Oh Gott, strecken müssen. So. Vom
LS angeht, also von, ja, von Giants immer so gesagt, man kann sich nur einen Hund kaufen. Ich glaube, weil das einfach dann, ich weiß nicht, aber es wirkt, glaube ich, es funktioniert, glaube ich, einfach nicht, wenn man zwei Hunde hat oder sich zwei Hunde platzieren kann. Ich glaube, deswegen kann man sich einfach nur einen kaufen von denen. Und ja, dass ich deswegen, weil da ist schon einer platziert und ich habe mir halt eben am Hof auch nochmal einen platziert. Wobei ich glaube, ich den anderen dann hätte vorher verkaufen sollen. Ich mit Alter kommt, ja, doch. Was Alter gemacht, dann kommt man überall durch. So. Ja, und dann hätte ich den anderen verkaufen sollen und dann erst platzieren. Ja, wäre glaube ich besser gewesen. Aber gut, er ist da, er läuft rum, ich kann ihn halt nicht füttern oder so weiter. Oder auch nicht streicheln oder so, aber den Ball kann ich anlangen, also den Ball kann ich ihn werfen oder so weiter, aber ich kann zum Beispiel auch durch die Hundehütte durchlaufen oder durchfahren. Also er ist sozusagen bildlich da, aber nicht um etwas mit ihm zu machen. Mal gucken, was hat der Steil hier auch alles für Bedienelemente. Da hinten ist gut mit dem Hebel. Schaut aus wie eine Granate aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, eine Stielgranate. Aber gut. Aber eine Handbremse, Gaspedal, Kupplung, Bremse. Jo. Okay, eigentlich alles, was in den Traktor reingehört. Ja, Spiegel genau alle, einwandfrei. Das passt. Säule auch am Start, Sicherheit geht vor, überhaupt wenn man hier mit Stroh arbeiten oder der vor der Presse hängt. Wir können immer mal wieder Feuer fangen. So, passt. Ich muss jetzt hier auch nicht jedes kleine Viehzeller mitnehmen. Wir haben eh dann so viel im Lager, also der wird auf jeden Fall für die nächste Zeit auf jeden Fall reichen. Ah, scheiße, siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe nicht dran gedacht, die Kompost mit reinzunehmen. Hm, jetzt muss ich mir das jetzt. Entweder ich mache es jetzt direkt nach der Aufnahme, ich muss gucken, dass ich dran denke. Flo, denk dran. Denk dran. Oder ich schreibe einen Namen und Zettel. Wäre die einfache Variante, ne? Aber mal kurz überlegen, kann man sich die Sachen einzeln downloaden? Ich glaube nicht. Oh, wir sind voll. Okay, wir sind erst da vorne voll gesunken. Ja, man kann das nur im Pack downloaden. Ja. Ja, gut. Muss ich mir danach gucken. Es leuchten immer rote Meldungen auf, die aber dann auch sofort wieder verschwinden. Also, ich glaube, die CP-Fahrer kommen ganz gut zurecht da oben. Okay, er ist voll, also die rote Nachricht ist dann in Ordnung. Und nur warten, dass der Phoenix, dass der Tatrin noch abfährt. Wie soll ich eigentlich dazu sagen? Soll ich Tatra oder Phoenix sagen? Das ist eigentlich ein Tatra, ne? Der Phoenix ist eigentlich ein Vogel, aber dieses Modell heißt der eben so. So. Ich muss sagen, den Tatra kriegt man zu 99% bei solchen Kartoffelmissionen oder irgendwelchen anderen Missionen, wo man einen LKW hat, kriegt man zu 99% einen Tatra. Ich weiß nicht, wie... wahrscheinlich, weil wenn man es einfach ein Agro-Truck auch ist, das ist ein Dreiachse, der hat hinten eine lenkbare Achse und der MAN ist halt, ja, ist halt zum Beispiel nur 4x4. Oh, ich habe tatsächlich auch ein paar andere schöne Mods drin. Einmal den alten hier, den kennt man auch nochmal aus dem 17er von der nordfriesischen Marsch. Wobei jetzt nicht ganz so schön aussieht. Vorne auf jeden Fall der Lack. Schaut ein bisschen komisch aus, aber gut, kommt wahrscheinlich einfach von der Ansicht auch. Aber der hat auf jeden Fall die ein oder anderen schönen Konfigurationen auch. Und natürlich auch zwei MANs, die sind tatsächlich erst vor kurzem in Modhub erschienen. Der kostet 200.000, hat hinten eine kleine Ladefläche, wo man halt was draufpacken kann. 17.000 Liter Platz, gibt es natürlich das Ganze auch als mit Sattelkupplung, Dreiachse, muss ich sagen, gefällt mir sowieso ein LKW schöner Dreiachse als wie Zweiachse. Und die kann man auch einfach schwerere Lasten besser ziehen.
Und sie schwimmen teilweise einfach nicht so dolle. Oh. Der Herr, tut mir leid. Kann sein, dass ich ihn vielleicht ein bisschen mitgenommen habe. Nur vielleicht. Leute, was ist denn da oben los? Wieso fährt denn der... Ah. Ah. Das wollte ich sagen, da fährt er los. Oder? Ne, oh, ich hab blinken. Egal, das fährt ihr keinen Verkehr. Ach komm. Ich fahre die Kurve gerade immer. Vorher hat es immer geklappt und jetzt fahre ich sie immer zu eng. Kann auch nicht sein hier. Jungs, was macht ihr denn da oben? Durchdrehende Reifen, der hängt wahrscheinlich wieder irgendwo. Entweder an dem Baum oder am Kartoffelernter an sich. Ich gehe mal kurz mal hochgucken, was sie denn da oben schon wieder treiben. Kann natürlich auch sein, dass er den Baum gefunden hat. Auch möglich. Wo ist die letzte Bahn hier? Es ist, glaube ich, die letzte Bahn. Okay, wir sind bis 26 Minuten, aber ich möchte das Strohsammeln heute noch abschließen. Ich werde dann gleich dann nochmal nach der Aufnahme zugucken, was die denn oben schon wieder gemacht haben. Oder es hat sich vielleicht bis dahin selber gelöst. Ist natürlich auch möglich, ne? Aber so wie das aussieht, glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich haben sie einfach, hat er irgendwie einen Baum getroffen. So, einmal hier wenden. So, dann haben wir nochmal eine ganz dicke Höhe zum Tropfen. Zack. Passt. So. Presse, Strohsammeln ist abgeschlossen, das passt. Dann gucken wir nochmal kurz hoch, was die denn da machen. Ja. Kollege ist aber nicht hier. Na, ich hab's doch gedacht, dass er einen Baum gefunden hat. Und ja. Mit dem Bild, wie jetzt der Vater jetzt davor fährt, um seinen Kollegen abzufahren. Fährt er außenrum. Oh, er fährt sogar außenrum, vorbildlich. Ja, mit diesem wunderschönen Bild darf ich mich von euch verabschieden, liebe Leute, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ich hoffe, die zweite Stoppenbach-Folge heute hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Montag und bis am Morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.